Guten Morgen und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Ideas Daily TV. Die gute Stimmung ist zurück am deutschen Aktienmarkt. Die Probleme bei der Regierungsbildung in Berlin scheinen dem DAX nichts auszumachen. Der Leitindex stieg gestern bis auf 13.168 Punkte. Das ist ein Plus von 0,8% bzw. 109 Punkten. Zeitweise lag der DAX sogar über der Marke von 13.200 Punkten. Und damit blicken wir gleich mal an die Börse Frankfurt. Unsere Korrespondentin Viola Grebe steht schon für uns bereit. Viola, beim DAX läuft es ja wieder. Was sind denn für heute die Vorgaben für den DAX? Guten Morgen aus Frankfurt. Ja, du sagst es, es läuft wieder. Es heißt ja immer so schön, politische Börsen haben kurze Beine. Also diese Sorgen zum Thema Regierungsbildung, die hat man jetzt erstmal so ein bisschen abgeschüttelt, konzentriert sich eher darauf, dass man doch Positives vom Wachstum der Weltwirtschaft erwartet. Auch die Geldpolitik der Notenbanken. Und dann gab es ja gestern auch noch Rückenwind von einer in Rekordlaune befindlichen Wall Street. Also gestern ein guter Tag. Die Vorgaben für heute sehen auch nicht schlecht aus. Denn wenn wir uns angucken, die Wall Street, wie gesagt, auf Rekordkurs. Und hat offensichtlich auch die asiatischen Börsen heute Morgen ein bisschen angesteckt. Wir sehen sowohl beim Nikkei als auch beim Hang Seng und beim Shanghai Composite grüne Vorzeichen. Dementsprechend könnte es für ein kleines Plus heute auch noch mal für den DAX für einen Start reichen. Ist natürlich die Frage, ob er dann diese ordentliche Erholungsbewegung, die wir gestern gesehen haben, direkt noch mal nachvollziehen, direkt noch mal nachmachen kann. Im Laufe des Tages haben wir einige Daten aus den USA und am Abend für uns dann allerdings nachbörslich. Da gibt es das Protokoll der jüngsten FED-Sitzung. Gucken wir mal, was der DAX dann draus macht. Dann erstmal vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Wir machen weiter an dieser Stelle mit der Marktidee und auch die kommt heute aus dem deutschen Leitindex. Das ist nämlich die Aktie von Infineon. Diese Aktie war gestern größter Gewinner im DAX. Der Konzern hat sehr ehrgeizige Ziele sich gesteckt. Vor allem das Geschäft mit der Automobilindustrie ist derzeit ein Wachstumstreiber. Charttechnisch bestätigte die Infineon-Aktie gestern ihren Aufwärtstrend und damit rücken jetzt neue Ziele in den Fokus. Welche Ziele das sind, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse und die finden Sie unter www.ideas-daily.de. Morgen zur gewohnten Zeit sehen wir uns dann gerne wieder, wenn Sie mögen, mit Ideas Daily TV. Würde mich freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen.